Es ist uns gut, mehrere Arschfolgen nachzugehen. Augenblick. Gleich verstummst du. Uns gehen. Wir müssen nach Jar Jara ja aufbrechen. Ach so, das war der von vorhin. Na, passt. Wunderbar. Jar Jara.
Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit dir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Ich weiß nicht, was du bist. Ja, ich habe noch nichts. Ja, und jetzt habe ich eine Mahlzeit. Allah verfluche dich. Keine Achtung für das Gesetz. Eine neue Übersetzung.
was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn du ausnüchtern kannst. Gleich bist du wieder nüchtern. Du dann schlafst du mal nun. Die Luft ist rein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ahne zurück. Die Seitenstraße. Der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen prägte den Begriff der Seitenstraße im Jahr 1877, um das eurasische Netzwerk von Handelswegen von der Antike bis zum Mittelalter zu beschreiben. Obwohl der Begriff bekannt und wohl bekannt ist, ist er auch etwas irreführend. Es gab nie eine einzelne Straße, die China mit Europa verbunden hätte. Fast niemand reist von einem Ende des Kontinents zum anderen und es wurden sehr viel mehr Waren transportiert als nur Seide. Einige geografische Gegebenheiten, der Himalaya, das Zagros-Gebirge, die Taklamakan-Wüste, gaben bestimmte Reisewege vor, aber wechselnde Wetterbedingungen und politische Spannungen zwangen die Reisenden oft dazu, von der geplanten Route abzuweichen. Die Länge von 12.000 Kilometern, eine zweijährige Reise, bedeutet, dass nicht viele Menschen die gesamte Strecke zurücklegten. Sonst stand ein Heer von Mittelsmännern, die Waren austauschen, ohne selbst viel weiter als 50 Kilometer zu reisen. Glas aus Bagdad konnte so nach Korea kommen, ohne dass ein Händler aus Bagdad es begleitete. Der allgemeine Eindruck war der eines globalen Netzwerks, dass die Landwege im Ost-West- und Nord-Süd-Richtung mit dem Seewagen auf dem Indischen Ozean verband.
Bagdad, das über den Tigris mit dem Indischen Ozean verbunden war und unweit des wichtigsten Passes über das Sakros-Gebiet lag, hatte er daher einen idealen Standort, um von den Handelswagen zu profitieren. Das wusste auch der Gründer der Stadt, Kalif al-Mansur, regiert von 754 bis 775, der dem Historiker al-Tabari aus dem 9. Jahrhundert folgte bei der Gründung der Stadt, erklärt hatte: Hier ist der Tigris und nichts steht zwischen uns und China. Auf ihn wird alles kommen, was die Unsee uns bringt.